shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch. Und zwar, ich habe es mir mal wieder zur Aufgabe gemacht, euch das schnellste Auto in ganz GTA 5 vorzustellen. Also ich habe jetzt wie so eine Art Drag Race gemacht, also wo es wirklich nur geradeaus geht. Deswegen ist es nicht repräsentativ für irgendwelche Rennen, weil im Rennen sind ja meistens auch Kurven drin. Und da kommt halt auch auf die Beschleunigung, aufs Handling an. Das ist in dem Video jetzt komplett außen vor gelassen. Es geht wirklich nur um die Beschleunigung und um die Endgeschwindigkeit. Und da habe ich mir ein Rennen erstellt, das 2,5 Kilometer geht. Es ist nicht zu kurz und nicht zu lang. Nur, wenn es jetzt ein bisschen länger gewesen wäre, wären manche Autos ein bisschen weiter vorne platziert, weil die Endgeschwindigkeit von manchen Autos höher ist, als jetzt hier in diesem Test gezeigt wird. Aber darauf gehe ich nochmal später direkt nochmal ein. Und am Ende von dem Video zeige ich euch nochmal einen kleinen Speedglitch, wie ihr wirklich mit einem Auto oder mit einer Kategorie Auto wirklich so schnell werden könntet, dass ihr wirklich das schnellste Auto ohne den Glitch überholen könnt und deutlich überholen könnt. Und ja, bevor es jetzt mit dem Video weitergeht, möchte ich erstmal meinen Freund Skill2Bentner grüßen. Der hat jetzt so ein geiles, heftiges Stuntmontage Rockstar Editor Video hochgeladen, das ich euch unbedingt zeigen möchte. Und der Link zu seinem Kanal oder zu seinem Video ist unten in der Videobeschreibung. Schaut auf jeden Fall mal dieses Video an, weil die Stunts, die er da bringt, die sind wirklich so mega heftig. Sowas sieht man wirklich nicht oft auf YouTube. Und dann die Qualität von dem Video, also mit der Bearbeitung und vom Rockstar Editor, das ist wirklich Königsklasse, sage ich mal. Deswegen schaut auf jeden Fall euch das Video an, lasst bei ihm einen Daumen da und ja, richtet ihm Grüße von mir aus. Also ich glaube, er wird sich darüber tierisch freuen, ich würde mich natürlich auch freuen und ja, das war's erstmal. Also erstmal Skill2Bentner, ich grüße dich hier an dieser Stelle, ich hoffe, du siehst das Video. Ja, auf jeden Fall, jetzt geht's weiter mit dem Video und ich fange jetzt am besten jetzt gerade mal mit dem 10. Platz an und blende euch dann halt immer die Platzierung ein und die Zeit, was das Auto halt gebraucht hat, so. Und dann gehe ich jetzt dann so Stück für Stück auf jedes Auto separat nochmal ein, um euch dann nochmal was darüber zu erzählen. Und am Ende von dem Video kommt der Speedglitch. So. Fangen wir also nun mit Platz 10 an und das ist der Overlord Entity XF. Das war vor ein paar Wochen, also bevor der Karin Sultan RS und der Benji für Bennys Garage verfügbar war. Vor dieser Zeit war er noch einer der schnellsten Fahrzeuge. Ich weiß nicht, warum Rockstar da immer wieder mit den Autos, mit der Beschleunigung und der Endgeschwindigkeit immer ein bisschen rumjonglieren, weil man kann sich dann nie wirklich darauf einstellen. Aber ich habe festgestellt, dass der Entity XF damals, also bevor die zwei Autos für Bennys Garage verfügbar waren, wirklich eines der schnellsten Fahrzeuge war. Er war deutlich schneller als der Centauro in der Beschleunigung und in der Endgeschwindigkeit. Ich sage das jetzt nur, weil Rockstar halt immer wieder was ändert, wie ich schon gesagt habe. Und im Moment ist er auf Platz 10. Es kann natürlich wieder sein, dass beim nächsten Update, dass die da wieder was rummachen und dann ist er vielleicht noch langsamer oder wieder schneller oder sogar das schnellste Auto. Und deswegen müsst ihr halt auch immer wieder mal gucken, welches dann wirklich das schnellste ist. Aber im Moment ist er halt jetzt auf Platz 10 mit einer Gesamtzeit von 52 Sekunden und ja, 223 Hundertstel. Auf Platz 9 ist der Benefactor Schefter V12 gepanzert. Und der hat eine Zeit von 51 Sekunden und 854 Hundertstel Sekunden. Das Ding ist, bei dem Auto, er wäre wahrscheinlich unter den Top 5, wenn es Rennen schneller gehen würde. Die Beschleunigung von dem Auto ist wirklich so langsam, dass er wirklich dem Centauro, Osiris und ja, die ganzen anderen Supersportwagen nicht hinterherkommt. Aber wenn er mal auf Endgeschwindigkeit kommt, dann überholt er wirklich fast jedes Auto und ist somit bestimmt auf Platz 4 oder sogar 5. Von der Endgeschwindigkeit her, also wenn das Rennen jetzt wirklich 4 Kilometer gegangen wäre, wäre ich mir sicher gewesen, dass es unter den Top 5 wäre. Ist natürlich auch mein Lieblingsauto, schön in weiß gehalten. Ich mag ja die Automarke Benefactor im Spiel und auch in echt. Und ja, leider nur auf Platz 9. Hätte ich das gewusst, hätte ich das Rennen wahrscheinlich ein bisschen länger gemacht, um den ein bisschen nach vorne zu pushen. Er ist auf jeden Fall einer der schnellsten Fahrzeuge, definitiv. Aber halt jetzt in diesem Test hat es leider nur für Platz 9 gereicht. So, jetzt sind wir auf dem Platz 8 angekommen und die meisten Spieler denken jetzt, was, der Centauro auf Platz 8, was, wie geht denn das? Centauro ist doch das beste Auto im Spiel. Jein, also in dem Test hat er jetzt Platz 8 abgeschnitten. Ich kann ja jetzt schon sagen, dass Platz 7, Platz 6 fast exakt dieselbe Rundenzeit hatte und von daher sind wirklich Platz 6, 7 und 8 sind so dicht beieinander und in meinem Rennen oder meinem Test, ich habe jetzt wirklich mehrere
Runden oder Rennen gefahren, um wirklich die beste Zeit rauszuholen. Und da war der Centorno einfach jetzt auf Platz 8. Aber die sind alle so dicht beieinander, dass man jetzt nicht sagen kann, okay, er ist nur der 8 schnellste, ist nur das 8 schnellste Auto. Das stimmt jetzt so nicht. Man kann sagen, er ist zwischen 6 und 8. Genauso wie die anderen zwei, die jetzt gleich anschließend kommen. Weil die Rundenzeiten sind so, so ganz dicht beieinander, dass es wirklich, ja, Fahrerskill hat. Oder vielleicht, weil ich die eine leichte Kurve ein bisschen enger genommen habe mit dem anderen Fahrzeug. Das kann man jetzt alles nicht so genau sagen. Deswegen, zwischen 6 und 8 wird auf jeden Fall liegen. Mein Test ist halt jetzt Platz 8, weil ich halt einfach die Zeit jetzt genommen habe. Und die ist trotzdem sehr gut mit 51,820. Und ja, Platz 8. Kommen wir am besten jetzt gleich mal zu Platz 7. Und dort sind wir jetzt beim T20 angelangt. Der ist wirklich nur eine Bruchteil von einer Sekunde schneller gewesen als der Centorno. Das heißt jetzt aber nicht, dass der T20 schneller ist als der Centorno. Also die sind alle so auf demselben Niveau. Ich habe jetzt vielleicht bei dem Test jetzt, wo der T20 die schnellste Runde hatte, vielleicht einfach nur die Kurven enger genommen oder hat einen besseren Start. Oder das ist wirklich in so einem kleinen Zeitabschnitt, wo man nicht wirklich sagen kann, okay, der T20 ist tatsächlich schneller als der Centorno. Da müssen wir jetzt wirklich so ein 1 gegen 1 Rennen machen, wo man dann wirklich so die Geschwindigkeiten sieht und vielleicht auch mal mehr Kurven mit reinnimmt, dass man es wirklich sagen kann, okay, der oder der ist einfach schneller. Wer jetzt den Centorno oder T20 kauft, ist auf jeden Fall vorne mit dabei und das macht wirklich nicht viel aus. Vielleicht habe ich beim Centorno einen falschen Spoiler drauf, dass er vielleicht ein bisschen langsamer wird. Kann natürlich auch sein, aber in diesem Test ist einfach jetzt der T20 auf Platz 7 mit einer super Zeit von 51,722. Auf Platz 6 ist der Pegassi Osiris. Da musste ich leider den Account wechseln für das Rennen, weil mir gefällt er optisch überhaupt nicht. Deswegen habe ich ihn auch nicht in meiner Garage drin, aber mit Platz 6 auch wieder minimal schneller als der T20 und der Centorno. Jetzt halt in dem Beispiel ist halt auf Platz 6. Aber schenkt sich zu den anderen zwei Fahrzeugen überhaupt nichts. Zumindest mal was die Beschleunigung und die Endgeschwindigkeit in diesem Rennen angeht. Mir persönlich gefällt er nicht. Deswegen fahre ich dann doch lieber T20. Aber ja, das ist ja Geschmackssache. Manche sagen, dass der in der Kurve besser schaltet, T20, dass er nicht so viel rutscht. Habe ich jetzt in diesem Test nicht gemacht. Wird wahrscheinlich in naher Zukunft bald nochmal so einen anständigen Renntest von mir kommen. Obwohl ich jetzt nicht der spezielle Rennfahrer bin, aber weiß, ob das jetzt ein Top-Rennfahrer euch zeigt oder ein schlechter Rennfahrer, ob ich jetzt mit dem T20 scheiße fahre oder mit dem Osiris scheiße fahre, scheiße. Ihr wisst, was ich meine. Und wer hätte das gedacht, dass auf Platz 5 ein Sportwagen ist? Also kein Supersportwagen, wirklich auf Platz 5 ist der Benefactor Schefter V12. Schneller als der Centorno, schneller als der Osiris und schneller als der T20. Das Ding ist, hätte der Benefactor Schefter V12 eine bessere Beschleunigung, dann würde er wirklich alle abziehen. Also der ist halt auch wieder von der Beschleunigung schlechter, kommt daher den Supersportwagen nicht hinterher, aber auf Endgeschwindigkeit, so nach ein paar Kilometer, hat er die Geschwindigkeit erreicht und zieht wirklich an allen Fahrzeugen ab. Also, wenn es die Strecke länger werden würde, dann wäre er locker auf Platz 3, wenn nicht sogar auf Platz 2 von den schnellsten Fahrzeugen in ganz GTA 5. Ich denke mal, die meisten haben den gar nicht auf der Liste und denken, ja, so schnell ist er nicht. Aber die Rundenzeit von 51,287, das ist deutlich. Das ist eine Ansage, wo ja die anderen Autos mal einpacken können. Finde ich gut, dass Mercedes, Benefactor, so ein Auto mit an den Start bringt. Hammergeil, ich liebe dieses Auto einfach nur heftig. Auf Platz 4 kommt jetzt der Edder, der halt auch eine schlechte Beschleunigung hat, aber dafür eine krasse Endgeschwindigkeit hat, aber für Rennen jetzt nicht so geeignet ist, weil er doch in den Kurven sehr schnell ausbricht und die Beschleunigung halt auch wieder nicht so die beste ist. Aber auf Platz 4 ganz, ganz knapp vor dem Schefter und ich glaube wirklich, dass wenn das Rennen länger gegangen wäre, wäre der Edder nicht auf Platz 4, sondern auf Platz 5. Trotzdem super geiles Auto, extrem schnell. Aber halt wirklich nur auf gerade Strecken brauchbar. In Rennen würde ich ihn jetzt nicht auswählen, weil der einfach, er bricht zu schnell aus und das Handling ist miserabel. Trotzdem eine wirklich krasse Zeit. Auf 2,5 Kilometer hat er 51,221 gebraucht. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer. Und ihr denkt euch jetzt, hey, der Edder, schnellste Auto auf der Welt, blablabla. Auf Platz 4? Ja, auf Platz 4. Da kommen jetzt nochmal drei richtige Granaten.
Auf Platz 3 ist der Bravado Banshee 900R mit einer sagenhaften Zeit von 49,819 Sekunden. Also der ist 1,5 Sekunden schneller auf 2,5 Kilometer als der Adder. Also das ist wirklich richtig krasses Fahrzeug. Also wirklich, der Adder war ja schon schnell, aber der Banshee, der fegt wirklich alles weg. Auf geraden Strecken ist der wirklich fast nicht einzuholen. Der ist wirklich 1,5 Sekunden schneller als der Adder. Das ist, hätte ich jetzt so persönlich auch nicht gedacht, weil ich die Autos irgendwie noch fast gleich oder ja doch sehr ähnlich, also eingeschätzt hätte, aber da lag ich auch selber falsch. Ich hätte es nicht gedacht, dass auf so einer kurzen Strecke er so viel Vorsprung vor dem Adder hat. Also wirklich geiles Teil auf jeden Fall. Und auf Platz 2 ist die Shizu Hakuchu. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich bin mir da nie sicher. Und die hat auch nochmal eine sagenhafte Zeit von 49,485 hingelegt auf 2,5 Kilometer. Das ist ungefähr ja eine halbe Sekunde nochmal schneller als der Banshee. Und ich war mir aber anfangs nicht sicher, ob ich die überhaupt mit reinnehmen soll, weil wenn die Hakuchu normal fährt, also auf 2 Reifen, dann ist die wesentlich langsamer als die Banshee oder der Banshee. Aber durch das, dass man die ganze Zeit das Vorderrad hochziehen kann, um nochmal einen Boost zu bekommen, was eigentlich bei Motorrädern normal ist, und da war ich mir halt nicht sicher, ob man das überhaupt vergleichen kann, weil es ist ja, es ist kein Glitch oder sowas, aber es ist einfach ein Trick, wie man schneller mit den Motorrädern fährt, wenn man einfach permanent das Vorderrad nach oben zieht. Dadurch werden die einfach noch schneller und ich weiß nicht, ob man das so vergleichen kann. Ich habe es jetzt trotzdem mal reingenommen, weil in Rennen fährt man einfach die Motorräder auf einem Rad oder auf dem Hinterrad, um schneller zu sein, und dann ist vielleicht doch wieder ja vergleichbar. Ihr könnt es halten, wie ihr wollt. Ich habe jetzt mit der Hakuchu die ganze Zeit das Vorderrad hochgezogen und dadurch hat sie den Platz 2 erreicht. Geiles Teil. Hätte ich jetzt auch nicht so gedacht. Ich dachte, die wäre ein bisschen langsamer, aber geiles Teil auf jeden Fall. Und bevor wir jetzt zu Platz 1 kommen, habe ich davor noch die ganzen Lowrider getestet. Also den Buccaneer, den Chino, Moonbeam, Sabre Turbo, Slamban, Voodoo, Primo, Faction und wie sie alle heißen, um einfach dort festzustellen, welches denn überhaupt das schnellste Lowrider-Fahrzeug ist. Und da war eigentlich ganz deutlich der Sabre Turbo der schnellste, aber dicht gefolgt vom Slamban. Was mich jetzt allerdings echt gewundert hat, dass der Slamban doch so schnell ist unter den Lowrider, obwohl es ein fettes Auto ist, aber war trotzdem schneller als die anderen. Und deswegen ist der Sabre Turbo jetzt der schnellste Lowrider, hat allerdings eine ja nicht so besondere Rundenzeit von 53 Sekunden, ist ja eine Sekunde langsamer als der Entity nur auf der Entfernung. Was mich eigentlich schon gewundert hat, weil ein Muscle Car, Sabre Turbo, nur eine Sekunde langsamer als der Entity auf der Entfernung. Egal, ist trotzdem ein sehr schnelles Fahrzeug. Und jetzt kommen wir gleich zu Platz 1 und daher musste ich diesen Part jetzt da vorne mal reinbringen, damit ihr seht, warum Platz 1 Platz 1 ist, ne? Und auf Platz 1, wirklich das schnellste Fahrzeug im ganzen Spiel, ist der Sabre Turbo. Und wenn ihr jetzt sagt, Zeddy, hast du irgendwas gesoffen, dann muss ich sagen, ja, habe ich. Aber der Sabre Turbo ist mit dem kleinen Trick, den ich euch jetzt zeige, und ihr müsst genau im Hintergrund aufpassen, das schnellste Fahrzeug, beziehungsweise kann das schnellste Fahrzeug werden. Und zwar, wenn ihr einfach beim Rennen oder im freien Modus, scheißegal, das könnt ihr überall anwenden, die Hydraulik anwendet und mit dem linken Stick die ganze Zeit links und rechts euch so hin und her wippt, dann bekommt ihr eine Geschwindigkeit drauf, die wirklich schneller ist als der Banshee und Hakuchu und alle anderen Fahrzeuge. Ihr kriegt da Topspeed drauf, weil es gibt ja so einen kleinen Trick in Rennen, wenn man über Corps die ganze Zeit fährt, also über irgendwelche Gehwege oder sonst irgendwas, dann gibt es ja jedes Mal so einen kleinen Boost. Und mit dieser Hydraulik habt ihr permanent genau diesen Boost. Also auch der Slamban und auch alle anderen Lowrider bekommen diesen Boost und sind wirklich die schnellsten Fahrzeuge im ganzen Spiel. Also wenn man das die ganze Zeit permanent macht, so wie ich jetzt das in dem Video zeige. Und somit, weil der Sabre Turbo ja auch das schnellste Lowrider-Fahrzeug ist, und mit diesem Speed-Glitch oder Trick, schafft ihr es wirklich mit dem Sabre Turbo die krassesten Geschwindigkeit rauszuhauen, und dadurch wird der Sabre Turbo ja das schnellste Fahrzeug im ganzen Spiel. Und das habe ich euch mit euch bewiesen. Er ist sogar 2 Sekunden schneller als der Banshee auf 2,5 Kilometer. Also auf wirklich eine kurze Strecke ist er 2 Sekunden schneller als der Banshee und immer noch 1,5 Sekunden schneller als die Hakuchu. Also Jungs, wenn ihr jetzt nicht wisst, welches Auto ihr kaufen wollt oder sollt, dann empfehle ich euch den Sabre Turbo, weil dieses Auto ist das schnellste Fahrzeug in ganz GTA 5 Online. Allerdings halt auch nur mit dem Speed
Glitch oder Speed-Trick. Ja, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, war ein bisschen unterhaltsam. Aber ich wollte euch unbedingt mal wieder so ein Video raushauen, zum zeigen, welches denn das schnellste Fahrzeug in ganz GTA 5 ist, weil sich da halt doch immer wieder mal was ändert. Und mich einige Leute gefragt haben, welches Fahrzeug ist denn schneller, T20 oder Centauro schneller oder sonst was. Und deswegen habe ich auch das Ranking gemacht. Falls sich da wieder irgendwas ergibt durch irgendwelche neuen Updates oder Fahrzeugen, werde ich sowas natürlich wieder sofort zeigen. Ich bin in dem Sinne mal raus. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Falls ihr neu seid, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Schreibt irgendwas Nettes in die Kommentare rein. Ich freue mich jedes Mal darüber. Und muss ich mal sagen, ich bin an der Stelle raus. Ciao Jungs, macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Video.